49 Games. Ne, das lese ich nicht vor. Und damit, ja, oh, ist das laut, eklig. Herzlich willkommen zu einem neuen, jetzt ist wieder leise, zu einem neuen Let's Play. Zu einem, das wird richtig geil, zu einem Let's Play, worauf ich mich sehr freue. Einzeldisziplin, doch, ist richtig geschrieben. Ich habe gedacht, ich hätte da einen Rechtschreibfehler gefunden. Ja, Summer Challenge Athletics Tournament. Einem Spiel, was kostenlos oder ja, kostenlos auf der Silber-DVD der Computerbildspiele enthalten war. Und wo ich mir gedacht habe, das ist doch mal richtig episch für ein Let's Play. Und ich habe gerülpst. Oh, Schande on me. Shame on me. Ich habe mir gedacht, so 5 Folgen, maximal 10, könnte ich diesem Spiel doch mal widmen. Die Olympischen Spiele sind leider schon vorbei. Ich habe sie mir echt so zwischendurch mal gerne angeguckt. Heute ist der erste Tag, also heute ist Montag nach den Olympischen Spielen. Für diejenigen, die es interessiert, dieses Spiel wird wohl nach Etna bricht aus anfangen. Aber egal, wir fangen erstmal mit den Einzeldisziplinen an. Ich habe mir gedacht, in der ersten Folge werden wir uns einige Disziplinen mal angucken. Angefangen beim... Nee, ich mache, glaube ich, erstmal die, die mich auch ein bisschen interessieren. Allen voran erstmal das Laufen, der 100 Meter Sprint. Spiel starten, ja. Schwierigkeit normal. Ich habe 2 Disziplinen schon mal angespielt, um so ein bisschen zu wissen, was auf mich zukommt. Darunter auch das Laufen. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, lädt das... Der 100-Meter-Sprint, Freunde, das wird episch. Einigermaßen gute 3D-animierte Fotografen sind da und ein Fernsehteam sogar. Und da sind sie, unsere Athleten. Ich weiß nicht mal, wen wir spielen. Bereit machen. Die Anleitung. Leertaste. Okay. Okay. So. Komm, 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 komm. Wir sind Achter. Nein. Immerhin auf dem 6. Wir sind nicht Letzter geworden. Ah, das kann man ja schon. Das kann ja was werden. Ich freue mich schon auf den Wettkampf. We play. Boah, Fotofinish. Wer zur Hölle waren wir nochmal? Das war der 2., das war der 3., das ist der 4., der 5., ich glaube, der war Ami, waren wir. Ja, das war, naja, das war nicht so, das war, nein, das versuche ich nicht nochmal neu. Wir werden jetzt erstmal ein anderes Disziplin uns angucken, ob wir darin vielleicht besser sind. Wieder zurück. Machen wir mal das Werfen. Oh, und selbst hier gibt es wieder Unterkategorien. Oh, das gefällt mir aber. Ich wäre erstmal für den Speerwurf. Bester Spieler Jan. Die Buccaneers. Ne, kann man auch ein anderes Team nehmen. Ich will die Galactics haben. Wo sind sie? The Galactics. Ach du Scheiße, sehen die kacke aus. Egal!
Es tut mir auch leid, dass das Spiel von RTL Sports ist, anscheinend. Wo, so wie ich gelesen habe, eigentlich nur von DDP Entertainment. Aber naja, wie geht das Ganze denn? Ach du Heiland. Ach du Scheiße. Ach du Heiland, das kann was werden. Kollege, du musst unbedingt zum Friseur gehen. Wie enttäuschend. Ich komme dir gleich da hoch. Oh, ich habe das Gefühl, das war auch nix. Was so? Ja. Ah, neue persönliche Bestzeit. Ah. Oh, sind wir immer noch nicht an irgendeinen rangekommen. Oh, wir sind so grottig. Aber egal. Das Spiel macht Fun. F-U-N. Fun. Ach, Kollege, komm. Wir machen unserem Team natürlich alle Ehre. Oh, ich hasse das. Diese beiden Tasten können nicht. Oh, ist das kacke. Ja, ist in Ordnung. Ja, wir haben verloren. Nächste Disziplin. Gucken, ob wir irgendeine Disziplin finden, wo ich gut drin bin. Hier in der ersten Folge. Den Wettbewerb starten wir, glaube ich, erst in der nächsten Folge. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass das Spiel nur 2 oder 3 Folgen haben wird. Egal, Kugelstoßen. Mal gucken. Erstmal machen wir doch das Springen. Hochsprung. Stabhochsprung. Nee, erstmal nur den Hochsprung. Ich glaube, wir gehen sonst demnächst mal auf Schwierigkeitsstufe einfach. Hm, naja. Das wird fun. Das wird lustig. Das wird lustig. Na komm, Tante. Was willst du denn jetzt? Ach du Heiler. Aha. Oh Gott, das. Wenn. Nee, wenn da so viele Anweisungen sind. Ach so, nein! Oh Gott. Was ist denn für ein scheiß Maskottchen da im Hintergrund? Da wird man aggressiv bei. Ja, ist runtergefallen. Egal. Oh, ich glaube, das Spiel, das ist nichts für uns. Aber egal. Lattenhöhe. Ich habe eine Latte von 1,65. An der Stange gehabt. Aha. Alle haben eine höhere. Ja, okay, alle haben eine höhere Latte als wir. Komm, das kriegen wir hin. Das
war nicht so gut. Versuch 1, ja. Das, nee, Freunde. Ja, ist in Ordnung. Fuck, das wird nichts, das wird nichts. Oh, Mist, Mist, Mist. Nochmal, komm. Oh, Mist. Einmal haben wir es bis jetzt, glaube ich, geschafft. Ich habe beim letzten... Oh, ich habe beim letzten Ding zu... Die Leertaste... Fuck. Ja, ausgeschieden ist in Ordnung. Oh, aber man kriegt beim Spiel irgendwie echt den Drang... Das Ganze zu schaffen. Also, das wird noch spannend. Entschuldigung, dass ich... Boah, dieses Maskottchen im Hintergrund, das regt mich auf. Ja, Replay, wir waren schlecht. Gucken, was wir noch so haben. Ich habe aber auch bis jetzt nur Fechten und Laufen eigentlich vorab ausprobiert. Also hier noch, sonst noch gar nichts. Schwimmen. Oh Gott, ne. Bogenschießen. Was war da? Trampolinturnen? Ist das eine... Ist das eine olympische Disziplin? Wenn das jetzt... Jetzt müsste das so richtig so ein Shooter-Minigame sein mit Maus. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist auch wieder irgendwas mit den Pfeiltasten. Oh Gott. Jetzt bin ich ja gespannt. Ich schätze mal, unsere ganzen Konkurrenten sind wieder um 1000 Sachen besser. Ist mir aber egal. Komm, nochmal. Also das, ich glaube, diese Disziplin, die wird mir Spaß machen. Ich weiß nicht wieso. Schon wieder nur 7. Der Wind geht mehr nach rechts, also muss ich echt... Dann muss ich... Wartet mal. Ich bin mal ein bisschen am Probieren. Man wird ja experimentierfreudig bei solchen hochqualitativen Spielen. Ich habe mir auch absichtlich nicht das Originalspiel von Olympia gekauft. Ach, ihr wollt mich doch verarschen. 3-mal bei 7 Punkten. 21. Komm, wir sind doch mit Sicherheit wieder auf dem letzten. Oh, doch nicht. Es ist praktisch menschlich. Ach, der Kerl hat doch nicht mal alle Latten an der Tanne. Also der Kommentator macht mich auch ein bisschen aggressiv, muss ich gerade mal sagen. Ah! Ja, ich bin gut. Ah, ich glaube, der zweite Durchgang wird besser. Sagte er und hatte schon Angst, dass irgendwas... Daneben ging. Luft anhalten. 7 Punkte. Fuck. Dann komm, einen Versuch haben wir noch. Im zweiten Durchgang. Ich will eine Medaille. Ich will Gold. 10 Punkte. Ah. Von wegen Wind einberechnen. 26. Wir haben uns gesteigert. Wir sind auf dem 5. Ja, da wird es auch schwer noch dran zu kommen, aber ich glaube... Leichter Wind von rechts. Du bist auch rechts. Aber egal. Auf sowas wollen wir nicht... Okay.
7 Punkte scheinen wir auch immer zu treffen. Komm. Ich will einen Medaillenplatz. Komm, einer muss noch mal ins Gelbe gehen. Fuck, verhauen. Ne, keine Medaille. Wir sind auf dem 6. gerutscht. Verdammt. Nee, das probieren wir später nochmal neu. Ich freue mich schon auf den Wettkampf. Ich glaube, da könnte ich wenigstens ein paar Punkte holen. Aber Medaillen würden wir bis jetzt noch bei keiner Disziplin holen. Das Florettfechten probieren wir auch noch. Das habe ich nämlich im Probelauf schon mal getestet. Ach ja. Und dann haben wir auch, glaube ich, gleich die 20 Minuten für die erste Folge schon mal voll. Du, mich auch. Ich glaube, die... Warte mal. A mit D, das habe ich noch im Kopf. Okay. Unser nächstes Event, Fechten. Alle. Erster Punkt für uns. Super. Komm. Alle. Alle, alle, alle. Verdammt, verdammt, falsche Taste gedrückt. Egal. Ach ja. Ich freue mich schon auf den Wettbewerb. Zwei, eins. Ich weiß gar nicht, wie lange das geht. Ich hoffe nicht bis 15. Drei, eins, super. Ich glaube, das Fechten wird unsere Top-Disziplin. Glückstreffer, egal. 1 von 1, 4-1, aber jetzt immerhin schon. Vier zu zwei, egal. Noch sind wir. Eje! Ja, 5 zu 2, gewonnen. Kriegen wir jetzt irgendwas? Oder ist das nur ein Match von vielen? Dieses Maskottchen da mit diesem Feuerwehrhelm, das regt mich auf. Halbfinale, super. Eins, null, super. Erster Punkt. Ich rieche eine Medaille. Zwei, null. Dich ziehen wir ab, Tante. Drei, null. Oh, das Fechten macht Spaß. Ja. Fuck. Mist, falsche Taste gedrückt. 3-1. Alle. 4-1. Ein Punkt noch. Und wir sind im Finale. Dann gibt's auf jeden Fall mal eine Medaille. Den
5-1. Wieder ein Kampf gewonnen. Ey, dieses Maskottchen da hinten links, das riecht mich auf. Ich weiß nicht warum, es macht mich aggressiv. Jetzt ist es wenigstens auf der Fresse geflogen. So, Finale. Jetzt gibt's... Jetzt muss es einfach eine Medaille geben. ...1-0. Ich glaube, das Florettfechten, das... ...2-0. Das Florettfechten wird unsere Disziplin in diesem Spiel. Komm. Mist, 2-1. Fuck. 2-2, ja, das Spiel. Also, das Spiel ist nicht die große Klasse. Das ist wohl mehr als überdeutlich. Du blöde Kuh. Wenn das Ding ein richtiges Schwert wäre, ich würde den Kopf abschlagen und damit Fußball spielen. Naja, egal. Jetzt müssen wir uns auf jeden Fall konzentrieren. 3-3. Wie gesagt, das Spiel ist nicht der sportliche Überflieger. Mit einem FIFA oder andererweitig kann man es wohl nicht vergleichen. Aber ich habe mir gedacht, das könnte doch mal wieder wirklich was Lustiges sein. Was Trashiges für zwischendurch. Ich habe ja seit Ich bin ein Star und mich heraus nichts Trashiges mehr gespielt, also muss sowas auch mal wieder sein. Ich habe richtig Bock drauf, das jetzt noch in den Ferien zu zocken. So 5 Folgen wird das schon wert sein. Ja! Tja, Freunde, so muss das sein. Wir haben Gold. Goldmedaille, super. Unsere erste Goldmedaille, das ist schon mal gut. So, das war's aber jetzt auch mit der ersten Folge von Summer Challenge Athletics Tournament. Ja, und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten dabei, wenn wir... Ne, eine Karriere mache ich nicht, wir werden einen Wettkampf aber mal machen. Ich bin drauf gespannt, ich hoffe, ihr auch. Und ich sag dann mal, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.